Triple Piece. Jetzt wollen wir uns mal meine Rente angucken. Ich habe euch die Dinger schon mal am Baum hängen gezeigt. Jetzt waren die ja noch ein bisschen frisch. Jetzt wollte ich das nochmal aufmachen. Wenn man das aufmacht, dann sind hier so ganz viele Samen drin. Dann kann man das so wunderbar hier so rauspulen. So. Ist ein bisschen überbelichtet, ne? Das ist ein bisschen blöd. Eigentlich sehen wir gar nichts. Ist egal. So sieht das dann aus. Das ist jetzt irgendwie doch noch ein bisschen feucht. Warte mal kurz. Ich habe mal eine aufgemacht und da war die, obwohl die Frucht noch frisch war oder wie man das nennt, da war die Wolle dann aber weich. Das ist jetzt die Ausbeute aus einer so einer, wie nennt man das? Keine Ahnung, aus einem so einem Ding, obwohl das noch nicht ganz reif war, ist da schon so viel bei rausgekommen, wenn ich das mal zusammenknödel. Das ist meine Altersvorsorge, beziehungsweise diese Samen hier. Da kaufen wir bald ein Grundstück. Und dann pflanze ich da erstmal so ein paar Bäume. In 20 Jahren sind die dann groß genug. Oder so. Und dann kann meine Tochter da die Baumwolle ernten. Die wird dann zu einer Firma gebracht. Die machen da dann Stoff draus. Dann werden da Kissen genäht. Die Bezüge oder Klamotten. Ja, und dann kann man da was draus herstellen. Hier, so sieht das dann aus, wenn man das ausgekratzt hat. Das muss man. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen feucht noch. Ich weiß nicht warum. Naja, weil es zu frisch war. So sieht das dann aus. Und die Samen sind aber auch noch nicht ganz frisch. Die müssen ein bisschen dunkler sein, weil die Frucht, oder wie das, ich sag jetzt mal Frucht, das ist noch ein bisschen zu früh. Da fahren wir dann später nochmal hin, wenn die Dinger aufgehen. Und dann, ja. Die Wolle ist ja jetzt so ein bisschen braun, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Die ist nicht ganz schneeweiß. Das hängt auch von der Sorte ab. Es gibt ja, wenn ihr mal bei Google Bildersuche eintippt, Baumwolle, Baumwollbaum, dann gibt's ja, seht ihr, dass verschiedene Früchte, verschiedene Sträuche und Bäume gibt. Und ja, das zu dem Thema. Schade, bei der anderen war das jetzt richtig geil, das rauszupolen. Hier ist das ein bisschen anders. Das ist auch alles zu feucht. Naja, egal. Nächstes Thema, ich habe halt die Stromrechnung bekommen. Iselko hat mir die Stromrechnung hier ans Tor gemacht. Ich habe vom 22.02. bis zum 22.03.2018 297 Kilowatt verbraucht. Das ist eine Rechnung von 3.164 Pesos, philippinische Pesos.
Das sind ungefähr 60 Euro. Nach aktuellem Wechselkurs vielleicht 50 oder was. Normalerweise, also die letzten Jahre, wo ich hier war, war der Wechselkurs immer 1 zu 50. Das heißt, 1 Euro ist 50 Pesos. Und jetzt der Kurs aber 1 zu 60, 64. Das ist das ist, wie sagt man das auf Deutsch? Das ist nicht gerade normal. Dass der Kurs gerade so hoch ist, das hängt mit dem... Ich habe mal einen Freund gefragt, der kennt sich damit aus. Schön großer Niki. Der hat mir das erklärt. Hat irgendwas mit den amerikanischen Petron-Dollar zu tun oder so, ich weiß nicht. Ist doch egal, juckt mich auch nicht. Auf jeden Fall ist der Kurs gerade gut, oder für uns Europäer. Ja, wollte mal gerade sagen. Ich habe diesen Monat aber auch, letztes Jahr habe ich die Klimaanlage ja kaum angehabt. Dieses Jahr habe ich die jetzt schon fast den ganzen Monat, läuft die jeden Tag. Meine Klimaanlage ist ja quasi eine Billig-Klimaanlage, keine Inverter-Klimaanlage. Die hat auch nur 8000 Pesos gekostet, oder 10.000 Pesos, oder 160 Euro oder was. 160 Euro, was rede ich denn da? Ja, doch. Ich habe natürlich keine Inverter-Klimaanlage, die braucht natürlich wesentlich weniger Strom. Zudem habe ich diesen Monat auch ein bisschen geschweißt. Das haut natürlich richtig rein, wenn man schweißt. Und meine Kreissäge lief auch irgendwie insgesamt vielleicht 10 Stunden mit 2000 Watt. Das merkt man dann ja schon. Jetzt habe ich wieder ein paar Samen, obwohl die nicht wirklich gut sind. Ich kann das hier sehen. Kann man das hier sehen? Weiß ich nicht. So, sind ganz schön viele Samen. Ja, die muss ich mir später holen, wenn die Frucht... Ist das eine Frucht? Ich weiß es nicht. Wenn die, die ist größer. Wenn die reifer sind. Hier sieht schon ein bisschen wolliger aus, ist aber immer noch recht feucht. Da kann man das so rauspulen hier. Ja, hier geht das schon. Komm mal her. Da ist die Wolle. Ja. Das wollte ich nur erzählen. Sonst gibt es auch gerade nicht so viel Neues. Gestern hat ein Nachbar hier, kam er an, ein Filipino, mit einer Bedienungsanleitung von einem Helm, von einem Schweißhelm, der so automatisch hell und dunkel geht, so wie ich auch habe. Den hat er dann aber aus Deutschland bestellt. Der kauft nur Produkte oder von Firmen made in Germany. Und dann hat er mich gefragt, hier übersetzen wir mal die Bedienungsanleitung. Ich sag, warum hast du nicht einfach einen Schweißhelm aus den Staaten gekauft? Also die Philippinen sind ja stark vernetzt mit den Vereinigten Staaten. Die Amis hier waren ja ein paar Jahre hier und haben das besetzt und alles und oder befreit, könnte man sagen. Ja, hier ist Wolle. Da musste ich ihm da erstmal die Bedienungsanleitung, hat er sich für 3000, rund 65 Euro, sagte er, oder Dollar, hat er sich von der deutschen Firma, ich weiß den Namen nicht mehr, einen Schweißhelm bestellt. Habe ich ihm gesagt, warum bist du nicht einfach hier nach Kawayan gefahren? Da kannst du einen Helm aus den Staaten kaufen, da hast du wenigstens eine englische Bedienungsanleitung, das verstehst du ja wenigstens. Guck mal, hier ist schon wieder ein bisschen Wolle. Juhu! Da kann ich hier gleich schon ein Kissen oder sowas nähen. Dann nähe ich mir ein Kissen und dann packe ich da die Wolle rein. In diesem Sinne, reingehauen und doppelt, trippelt wieder reingeschauen.
Da haben wir wieder ein bisschen mehr Wolle hier jetzt. Die wird dann auch gebleicht. Also diese Wolle, wenn die für Stoffe verwendet wird, und das soll ein weißer Stoff sein. Dann wird das einfach gebleicht. Jetzt habe ich ja noch mal eine aufgemacht, die schon wesentlich reifer ist. Da sind die Samen dann auch schon richtig schwarz. Die Samen sind gut, die werden eventuell wachsen. Ja. Ah, okay, ja. Die muss ich einpflanzen. Und dann werden wir mal sehen. Irgendwann habe ich hier meine eigene Baumwollfarm. Also ich gucke gerade nach einem Grundstück, das irgendwie so ein Hektar sind, also 10.000 Quadratmeter. Jetzt habe ich zu meiner Freundin gesagt, wir brauchen ungefähr 3 bis 8 Hektar. Da werden wir dann eine deutsche Firma, die hier angesiedelt ist, anheuern, dass sie uns den Bambus pflanzen. Der Bambus bringt ja auch schon Geld ein, 2 Jahre später. Und dann pflanzen wir dann noch Kalamazid-Bäume. Also Zitrone ist das ja so ungefähr. Baumwolle und natürlich Reis. Ja, und dann ist das ein gutes Business. Da wird eine Halle drauf gebaut, wo ich meine Bambusprodukte Manufaktur dann einrichten kann. So ein Grundstück. Also hier gibt es gerade zu verkaufen 8 Hektar, was ja 80.000 Quadratmeter sind. Die kannst du hier kaufen für 3 Millionen Pesos, philippinische Pesos, das ist ungefähr 60.000 Euro sind. Wenn man sich hier so ein Haus baut, so ein Haus kostet zwischen 500.000 Pesos, was 10.000 Euro sind, und 1 oder 2 Millionen Euro Pesos, was quasi 20.000 Euro. Also für 20.000 Euro kannst du dir hier einen Palast bauen. Das sollte man natürlich so bauen, mit deutschem Know-how oder europäischem Know-how, damit das Haus auch nicht auseinanderfällt irgendwann. Mein Kumpel hier ist ein Belgier, der hat sich ein Haus gebaut. Der hat kein bisschen Holz verwendet. Da ist nur Stahl und Zement drinne. Das macht natürlich mehr Sinn, als Holz zu verwenden. Wenn du einen Dachstuhl aus Holz hast,
dann hast du doch irgendwann vielleicht die Termiten drin oder so. Ja, so sieht das jetzt aus, ne? Die Samen sind schon besser. Da wollen wir mal gucken. Obwohl. Naja. Doch, da ist was. Das könnte was werden. Eigentlich müssen die noch ein bisschen länger reifen. Egal. In diesem Sinne reingehauen und doppelt wieder reingeschauen. Kenneth, yeah. What are you doing there? I don't know. In diesem Sinne reingehauen und wieder vorbeigeschauen.